Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe aus dem Format Der beste Panzerfahrer in War Thunder. Lange, lange hat es gedauert, bis wir einen passenden Kandidaten gefunden haben, der wirklich ganz besonders überzeugt hat durch seine spielerischen Leistungen. Es waren zwar sehr, sehr viele da, die man hätte wählen können, allerdings hat der hier mit seinem ja doch fast perfektem Spielstil uns davon überzeugt, ihn für den Februar diesen Jahres als besten Panzerfahrer 2018 im Grunde genommen zu wählen. Ihr seht das hier, er sitzt in einem Tiger II SLA und für die Leute, die nicht so wirklich wissen, wie Replays funktionieren, das hier ist ein RB-Match, also ein realistisches Match und die Markierungen dort hinten bei den Gegnerfahrzeugen sind eingeblendet, einfach aus dem Grund, damit ihr seht, worauf der überhaupt schießt. Der Spieler hat natürlich in seinem Match höchstwahrscheinlich keine Plaketten gesehen. So, ihr seht das, er hat da schon mal zielsicher das erste Fahrzeug rausgenommen, das ihn flankieren wollte. Und das war schon eine Meisterleistung, denn über diese große Distanz mit einem kurzen Schießhalt ein Fahrzeug in Querfahrt direkt perfekt zu treffen. Ich meine, man muss ja nicht nur die Entfernung richtig einschätzen, sondern auch noch den richtigen Vorhaltepunkt ermitteln. Das zeigt eigentlich schon, dass der Spieler ziemlich genau weiß, was er macht. Hier sucht er sich jetzt eine, ja doch, relativ gute Stellung, um auf die ersten Fahrzeuge zu wirken. Und man sieht das, er nimmt nicht den Panzer da unten vor dem Gebäude, sondern erstmal da hinten die Flak, die gerade gespawnt ist. Vermutlich hat er auf die Geräuschkulisse geachtet und deswegen erahnt, dass dort hinten ein Flakfahrzeug steht. Es könnte allerdings auch sein, dass das Fahrzeug, das er gerade abgeschossen hat, beim ersten Schuss einfach völlig verrissen wurde und durch Zufall dort hinten die Flak dann getroffen worden ist. Ja, das kann es natürlich auch geben. Insofern darf man hier jetzt nicht unbedingt, wer weiß wie, kritisch sein. Dass dieser Spieler tatsächlich mehr auf dem Kasten hat als die meisten anderen von uns, werden wir trotzdem im Verlauf dieses Videos sehen, das kann ich euch garantieren. Man merkt es auch, ich habe bei ihm persönlich ja den Verdacht, dass er sich ähnlich wie viele andere erfahrene Spieler sehr auf seine Ohren verlässt. Er scheint in seiner rechten Flanke immer und immer wieder ein Fahrzeug zu hören, auf das er dann auch guckt. Für uns ist das optisch natürlich jetzt erkennbar, weil die Plaketten an sind. Für ihn sieht das da natürlich anders aus. Und auch hier hat er mal ganz wunderbar den Gegner dort an der Stelle mal eben rausgeknipst. Zielsicher an der verwundbaren Stelle dieses Fahrzeuges durchgekommen. Ganz wunderbar. Andere Leute beißen sich an solchen Feindfahrzeugen natürlich auch ganz gerne mal die Zähne aus. Und auch hier hat er relativ schnell reagiert und gesehen, er möchte ein weiteres Fahrzeug in die Flanke und hat deswegen sofort das Feuer aufgenommen, um eben seine Stellung hier zu schützen, um sein Team davor zu beschützen, dass es umfahren wird. Er übernimmt hier also auch tatsächlich Verantwortung für das eigene Team und sorgt dafür, dass die eigenen Leute hier an dieser Stelle nicht in Bedrängnis geraten, dadurch, dass flankierende Fahrzeuge in irgendeiner Art und Weise in die Seiten seiner eigenen Teamkameraden fallen können. Und auch das hier war ein ganz wunderbarer Abschuss. Auch hier, man sieht es wieder, er versucht, den Gegner zu bekämpfen, der dort oben steht. Wahrscheinlich auch hier wieder über das Gehör. Und deswegen hat der erste Schuss sehr wahrscheinlich auch nicht richtig gesessen. Ich meine, auf Millimeter genau kann man so eine Geräuschquelle dann ja doch nicht richtig einschätzen. Ah, der lässt ihn da oben einfach nicht in Ruhe. Er überlegt sich immer wieder, mein Gott, wie kann ich mein Team vor diesem dort oben campenden Fahrzeug beschützen, wenn ich doch nur eine Lösung hätte. Das Problem an dieser Stelle ist ganz einfach, dass das Fahrzeug da oben auch in Deckung steht und nicht regelmäßig beschossen werden kann. Das heißt also, wir müssen hier tatsächlich auf den Moment warten, so wie jetzt gerade, indem das Fahrzeug so gerade eben aus seiner Deckung raus ist, dass wir das Feuer überhaupt eröffnen können. Aber der da hinten hat ja jetzt nach diesem etwas unglücklichen Treffer quasi reagiert und hat sein Fahrzeug wieder in Deckung gefahren. Es bleibt also weiterhin nur das Schießen offensichtlich nach Gehör. Die Geräusche werden ja nach wie vor dieselben sein.
Nur, dass derjenige jetzt da hinten höchstwahrscheinlich wieder in Deckung steht, das kann man natürlich nicht heraushören. Auch hier ganz wunderbar, er ahnt, dass da was herfährt. Vermutlich hat er einen Schatten unten durchs Bild huschen sehen. Der Schatten hatte jetzt allerdings an dieser Stelle Glück, dass er direkt wieder in Deckung gekommen ist. Also kümmern wir uns nochmal um den Kollegen da hinten, der uns auf dem rechten Ohr doch so langsam richtig auf den Keks geht. Ich meine, das sind ja schon fast Tinnitus-Probleme, die wir da haben. Immer wieder dieses Summen im rechten Ohr. Es wäre doch schade, wenn wir dieses Problem nicht irgendwann mal gelöst bekommen. Und auch hier das nächste Fahrzeug. Und auch hier denke ich, nein, ich bin mir hundertprozentig sicher, wir haben so gerade eben oben über den Häuserzeilen einen Schatten vorbeihuschen sehen. Und wer dann richtig fix ist, vor allen Dingen im Kopf, der rechnet 1 und 1 zusammen und weiß, dass da durch diese Lücke innerhalb weniger Momente das Feindfahrzeug durchkommen muss. Da muss man nur noch schnell genug reagieren und zum richtigen Zeitpunkt abdrücken. Ich denke auch hier wieder einmal der perfekte Beweis dafür, dass wir hier einen Spieler haben, der durchaus mehr kann als, ich sag's mal ganz vorsichtig, 95% der Spieler im Spiel. Für all die Leute, die übrigens jetzt nachher meinen sollten, hier ging es nicht mit rechten Dingen zu. Oft genug habe ich über diese Thematik bereits geredet und es gab immer wieder Menschen, die das spielerische Verhalten des Gegnerfahrzeuges ganz wunderbar erklären konnten. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das, was er hier macht, können wir doch erklären. Da ist nicht ein einziges Fahrzeug, auf das er nicht hätte regulär schießen können. Er schießt nicht um Ecken, er schießt nicht um Kanten, er schießt nicht durch irgendwas durch, er schießt auf Fahrzeuge, auf die jeder andere vielleicht auch hätte schießen können. Und genau das ist ja auch die Problematik bei dieser Thematik. Wenn man tatsächlich den Verdacht hätte, dass ein Spieler eventuell Dinge macht, die so nicht in Ordnung sind, dann ist es ja meistens eine Wahrnehmung aus dem Bauch heraus. Da es dabei allerdings immer um tatsächliche Sichtlinien geht, das heißt also, wir können eben nicht durch Berge durchschießen oder sonst irgendwie was, findet man auch immer bei genauer Untersuchung eines solchen Falls, so wie in diesem Fall jetzt hier, natürlich eine freie Schusslinie. Und das kann man dann ja letztendlich über das Herunterdrehen von einzelnen Grafikeinstellungen eventuell erklären. Das wiederum ist natürlich legitim und wollen wir hier an dieser Stelle auch gar nicht ankreiden. Ich muss ganz ehrlich sagen, selbst wenn ich meine Grafik komplett runtergedreht hätte, hätte ich nicht so schnell von links nach rechts reagieren können und immer so sicher schießen können, wie das unser Kollege hier gemacht hat. Das zeigt mir tatsächlich, dass wir hier einen Spieler haben, der sehr, sehr viel Übung in der ganzen Sache hat. Ganz wunderbar auch zu sehen, er benutzt Premium-Fahrzeuge. Das heißt also, wir haben hier auch einen Spieler, der vor allem finanziell das Spiel und die Entwickler unterstützt. Das heißt also, hier kann man tatsächlich davon ausgehen, dass wir es mit einem Spieler zu tun haben, der nicht nur bereit ist, Geld in dieses Spiel zu investieren, um damit den Entwickler und das Spiel selbst am Leben zu halten, sondern der wahrscheinlich auch sehr viel Zeit in diesem Spiel verbringt und sich dadurch dieses Können letztendlich aneignen konnte. Und wir sehen das, er traut sich jetzt hinaus auf die offene Fläche, trotz alledem, der Tinnitus im rechten Ohr gibt keine Ruhe. Dieses ewige muss killen im rechten Ohr scheint ihn einfach fertig zu machen, weswegen er sich jetzt auch dazu entschließt, doch nochmal ganz beherzt an den dort hinten flankierenden Feind heranzugehen. Er bringt sein Fahrzeug in Position, muss jetzt nur abwarten, bis er tatsächlich auch mal so richtig einen Blick auf dieses Feindfahrzeug erhaschen kann, um es dann zu finishen. Und der tut ihm natürlich den Gefallen hier an dieser Stelle. Und das wird natürlich umgehend bestraft mit einem perfekten Blattschuss. Auch das ist mein Reden immer und immer wieder. Versucht euch mehr auf eure Ohren zu konzentrieren, wenn ihr rechts Motorengeräusche hört. Aber rechts kein eigenes Fahrzeug steht, dann muss es ein Feindfahrzeug sein. Dieser Spieler scheint die Regeln des Gehörs komplett verinnerlicht zu haben und ist deswegen wahrscheinlich auch so unheimlich gut darauf trainiert, auf die Geräuschkulisse zu achten, die hier
um ihn herum immer und immer wieder entsteht. Jetzt hat er natürlich ein Problem, das für mich auch nachvollziehbar ist, nachdem er so ganz wunderbar hier auf der Flanke aufgeräumt hat, 11 Fahrzeuge rausgenommen hat, möchte er natürlich seine Serie fortsetzen. Deswegen wird hier jetzt äußerst aggressiv nach vorne gefahren, vielleicht in der Hoffnung, dass wir eventuell noch im gegnerischen Spawn das eine oder andere Fahrzeug rausnehmen können. Ich meine, wer kann mit einem Ergebnis von 11 Kills schon zufrieden sein? Ich persönlich wäre es nicht und jeder andere von euch wäre es sicherlich auch nicht. Und jetzt noch einmal der Hinweis für den interessierten Zuschauer an dieser Stelle. Ja, ihr seht Plaketten, weil man in einem Replay Plaketten ein- oder ausschalten kann. Es ist tatsächlich allerdings ein RB-Match. Und dieser Spieler könnte die ganzen Gegner anhand der Plaketten überhaupt gar nicht sehen. So, wir nähern uns jetzt hier dem Ende. Ich denke, wir haben da den richtigen Kandidaten gefunden für den Februar 2018. Das war der Spieler mit dem größten Skill, der besten Performance, dem ja überragendsten Können. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bin gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Und ich bin ja mal gespannt, wie viele von euch, vielen tausend Zuschauern, diesmal die Message richtig verstanden haben. Tschüss, alles Gute. Euer Implied und ich hoffe, ihr seid in einem der nächsten Videos wieder mit dabei. Since the early days of War Thunder, we've been expanding the game universe. Now, we want to share the game's diversity and greatness with you.